Liebe Freunde des Wortes Gottes und auch durch das Blut des Herrn Jesum Christum Erlöste. Wir kommen nun in der Reihe Gott kennen ist Leben zur Lektion Die Offenbarung Gottes, zweiter Teil. Dazu möchte ich zunächst einige Verse aus dem Wort Gottes lesen. Und wie meistens hier in diesen Lektionen lese ich aus der Elberfelder 1905 mit Hilfe des Clever Studien Bibelprogramms. Psalm 94, Vers 8. Habet Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volke, und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der das Auge gebildet, sollte er nicht sehen? Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen. Jehova kennt die Gedanken des Menschen, dass sie Eitelkeit sind. Glückselig der Mann, den du züchtigst, Jehova, und den du belehrst aus deinem Gesetz. Ihr werdet sicher den Psalm ganz lesen. Wie schon jetzt einige Male habe ich ein Skript direkt hineingestellt, das ihr nachher downloaden könnt, und in eure Bibel so weit übertragen, wie ihr möchtet. Ich schlage dazu, sage es eigentlich jedes Mal, vor, es ähnlich zu machen, wie ich es gemacht habe, und ich habe es gelernt aus der Scofield-Bibel vor, ich glaube, 50 Jahren habe ich damit angefangen, und dann in durchschossene Bibeln habe ich diese Stellen in sogenannten Kettenangaben, wie das bei Scofield gemacht wird, übertragen, und so wie ich es hier von Meyer übernommen habe, diese Unterteilung als Übertitel mit ganz feinen Schreibern in meine Bibel übertragen. So, wo sind wir? Wo findet ihr jetzt das nach dem YouTube? Ihr findet es, indem ihr auf bibelkreis.ch gebt, dann auf Ladeskript, dann Gott kennen ist Leben, GKIL, ich dann hier noch übertragen, dann die Offenbarung Gottes, zweiter Teil, und dann seht ihr, dann haben wir schon. Das sind alles auch Links, die euch helfen mögen. Wenn ihr eine Zusatzfrage oder einen Fehler oder eine Anregung habt, schreibt mir doch bitte auf Home Impressum Hans-Peter Wepf. Da meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr sehr wahrscheinlich dann gleich weiter schreiben auf eurem Rechner. So. Oder ihr könnt direkt hier ins Forum gehen und in diesem Forum da anmelden und dann schreiben. Wenn ihr nicht wisst, wie so ein PHP-Forum funktioniert, kein Problem, schreibt mir. Es gibt auch da unten Anregungen. Wo ist das? Technisches zum Bibelkreisforum. Ja, vor allem da kann man schauen, wie man so ein Forum ausfüllt. Aber ihr könnt mir jederzeit schreiben. Also, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ich will es nur ganz kurz erklären.
Den Rest müsst ihr selber lesen. Die Offenbarung Gottes. Gott hat mit den Menschen geredet. Das habe ich bereits gelesen. In 1. Mose 2,16 lesen wir: Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Und Gott, der Herr, sprach. Die Gemeinschaft mit Gott nach dem Sündenfall. Sechs Formen der direkten Offenbarungen von Gott. Dann der Engel des Herrn. Beispiele. Offenbarungen durch Visionen. Ziemlich vollständig. Die Propheten Gottes. Die Offenbarungen Gottes in Jesus Christus. Gott hat geredet im oder als Sohn. Jesus Christus, der Heilige Geist, der Mensch. Also da gibt es einiges zum Lesen, nachzudenken. Da ist übrigens die Grundidee her. Da kann man anschreiben und bei denen kaufen. Äußerst günstig und ja, und man muss es dann einfach korrigieren, weil dieser Mann Meier ist ein echt richtig gehender Lutheraner, hat man den Eindruck, und so halt, er verwendet die Lutherbibel, meist korrigiere ich das, aber ja, wir sind ja erwachsen. So, dann wünsche ich euch Gottes Segen und viel Freude beim Nachdenken und Übertragen in euer Wort, in eure Bibel. Und vergesst nicht, behalten tut man etwas nur, wenn man es weitergibt. Redet mit anderen Gläubigen oder mit Ungläubigen, so gelegener oder ungelegener Zeit, über das, was ihr im wunderbaren Wort Gottes gefunden habt.